Hier hat sich Ismelda so versteckt. Dann will ich doch mal sehen, ob ich sie da wieder rausholen kann aus ihrem... Hey! Wer ist da? Hey, Ismelda, darf ich näher kommen und mit dir reden? Oh, du bist es, Cody. Ich dachte, es wäre jemand anderes. Hast du dich etwa im Artefaktraum versteckt? Mach dich nicht lächerlich. Ismelda Merck versteckt sich vor niemandem. Natürlich nicht und ganz besonders nicht vor Diego Kaplan. Insbesondere nicht vor Diego Kaplan. Ich werde seine Zähne mit den Saugeo verzaubern, wenn er sich in meine Nähe traut. Sind die Gerüchte wahr, Ismelda? Welche Gerüchte? Dass Diego total durchgedreht ist? Ja, das könnte man so sagen. Nein, ich habe das Gerücht gemeint, dass Diego dich zu einem Duell herausfordern möchte. Kannst du das glauben? Dieser Aufschneider hat völlig den Verstand verloren. Und jetzt muss ich wegen eines dämlichen kleinen Nachtisches gegen einen der besten Duellanten in Hogwarts kämpfen. Hast du schon einmal dran gedacht, dich einfach bei Diego zu entschuldigen? Wofür soll ich mich entschuldigen? Das Ganze war ein Unfall. Ich habe seinen Plan, oder wie man das Ding auch ausspricht, überhaupt nicht absichtlich zermatscht. Du glaubst mir doch, oder nicht? Ja, natürlich. Ich habe alles mit angesehen, Ismelda. Und ich glaube dir, wenn du sagst, dass es ein Unfall war. Nun, damit bist du ziemlich allein in der ganzen Schule. Nicht einmal Barnaby glaubt mir. Und das schmerzt mich am meisten. Nicht, dass es mir noch etwas ausmacht, was ihm gefällt und so. Das habe ich komplett hinter mir gelassen. Ich weiß ja, dass er jetzt auf dich steht. Ja, tut mir leid, dass du das Gefühl hast, dass sich alle gegen dich verschworen haben, Ismelda. Aber es stimmt. Eigentlich war mir dieser Wettbewerb völlig egal. Und jetzt hasst mich die ganze Schule deswegen. Ich werde aus dem Wettbewerb aussteigen und so tun, als wäre all das niemals passiert. Weißt du was, Ismelda? Ich werde mit Diego reden und versuchen, die Wogen zu glätten. Das würdest du tun? Für mich? Ja, aber dafür musst du mir auch einen Gefallen tun. Was ist das, Cody? Der Wettbewerb bedeutet Tulip eine Menge und deine Teilnahme auch bitte. Nicht aussteigen. Aber die Preisrichter fanden mein Gericht furchtbar. Das stimmt nicht. Sie haben dir nur ein bisschen konstruktive Kritik gegeben, damit du dein Gericht noch weiter verbessern kannst. Und ich helfe dir auch gerne. Vielleicht können wir darüber reden, wie du dein Rezept verbessern kannst. Ja, das wäre bestimmt hilfreich, Cody. Lass uns das tun. Jetzt wollen wir überlegen, wie man... Was war das für ein Ding? Blutwurstgedöns da verbessern kann? Wer mit einer vegetarischen Alternative? Wir brauchen definitiv mehr Salamanderblut für die Würste. Also Salamanderblutwurst auch da noch. Vielleicht lässt sich der Teig leichter verarbeiten, wenn du ihn vorher abkühlst. Beim letzten Mal hatte ich Schwierigkeiten damit, den Teig richtig hinzubekommen. Ja, deswegen sage ich ja, du sollst ihn abkühlen. Mann. Ist da was drin? Lass uns doch mal nach Zaubertrankzutaten suchen, die wir benutzen können. Hier in dem Raum hat sich ja so ziemlich alles versteckt, was man finden kann. Was ist hier denn drin zum Beispiel? Ich frage mich, ob hier irgendwo ein altes Kochbuch rumliegt mit dem Rezept, das du brauchst. Ja. Diesmal, vielleicht solltest du auch drüber nachdenken, deinen Teig nicht zu verwandeln. Das wäre vielleicht besser. Du willst auf keinen Fall, dass der Boden feucht bleibt. Nee. Du könntest die Blutwurst in kleine Häppchen kürzer Stücke aufteilen, oder? Ich meine, das wäre doch auch schon mal ganz nett. Wir brauchen definitiv... Ja, wir brauchen immer noch Salamanderblut, das weiß ich schon. Mit diesen neuen Verbesserungen bist du bereit, deine Fleischpastete mit Blutwurst noch besser zu machen als vorher. Ja, Cody, ich schätze, das bin ich. Allerdings haben wir immer noch keinen Weg gefunden, wie wir den Teig für die Preisrichterinnen perfekt hinbekommen. Du solltest weiter nach einer Lösung für dieses Problem suchen, Ismelda. Und in der Zwischenzeit werde ich mit Diego reden und versuchen, ihm das Duell mit dir auszureden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer, naja, zwing mich nicht, das wirklich zu sagen, Cody. Du brauchst dich nicht zu bedanken, Ismelda. Ich bin einfach nur froh, dass du wieder am Wettbewerb teilnimmst. Und jetzt soll ich Diego suchen und dafür sorgen, dass er das Duell ablässt und auch weiter beim Wettbewerb mitmacht. Diego Kaplan ist jetzt bereit, mit dir zu reden. Komm ins Klassenzimmer für Zaubertränke. Bist du noch sauer, Diego? Sag mal. Oh, da sitzt da wie eine beleidigte Leberwurst. Oh, was ist das im Blick? Ich habe es vermasselt, schon wieder. Diego, geht es dir gut? Nein, ausnahmsweise geht es dem großartigen Diego Kaplan nicht gut und er stellt seine Großartigkeit in Frage. Wo liegt das Problem? Tulips Oma meinte, dass mein Plan zu süß sei, darum versuche ich die perfekte Mischung zu finden. Aber ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin zu wütend auf Ismelda. Mein köstlicher Plan war beinahe fertig und dann kam ihr Teigmutz an und hat ihn einfach zermatscht. Ich habe mit Ismelda geredet und sie behauptet, dass sie das Teigmutz aus Versehen erschaffen hat.
Und du glaubst ihr? Welche Infamität! Ja, wenn ich ehrlich bin, sie scheint sich wirklich Vorwürfe wegen der Sache zu machen. Das ist unwichtig. Sobald wir uns isoliert haben, ist die Sache aus der Welt geschafft. Wie ein Bierduell. Diego Kaplan wird seine Ehre wiederherstellen. Und dann kann ich mich darauf konzentrieren, meinen tanzenden Flan zu perfektionieren. Was das angeht, ich hatte gehofft, dass du dein Duell mit Ismelda abblasen würdest. Meinen Worten keine Taten folgen lassen und dem Namen Kaplan Schande bereiten. Warum sollte ich das tun? Ja, bestimmt nicht für einen Kuchen. Weil Ismelda Angst davor hat, sich mit dir zu duellieren, und ich mache mir auch Sorgen um ihre Sicherheit. Jeder sollte sich Sorgen machen vor einem Duell gegen den besten Duellanten in Hogwarts. Aber ich verstehe, was du meinst. Diego Kaplan wird Ismelda verschonen, wenn er ihr begegnet. Diego, bei diesem Wettbewerb ging es nie darum, dass wir untereinander streiten. Es ging vielmehr darum, die Gerichte, die wir von unseren Familien gelernt haben, zu teilen und zu feiern. Und Tulip, einer guten Freundin dabei zu helfen, ihre Familie ebenfalls zu beeindrucken. Nun, in meiner Familie sind Duelle eine wichtige Tradition. Ich verstehe, wie wichtig dir das ist. Wenn du mir den Grund erklärst, finden wir vielleicht eine Lösung, mit der ihr beide leben könnt. Ich erzähle dir gerne mehr darüber, wie wichtig die Duelltradition für die Familie Kaplan ist. Eine Stunde nur... ich glaube, dafür hole ich mir sogar... Warte mal, wie viel brauche ich denn für eine Stundenaufgabe? Reichen da 30 für eine Stunde? Ne, 40 brauche ich wahrscheinlich. Ich versuch's mit 30. Meine Familie duelliert sich schon seit Generationen. Ein Duell abzulehnen ist nicht nur eine Beleidigung für mich, sondern für alle Kaplans. Die Familie Kaplan legt ihre Streitigkeiten immer mit Duellen bei. Wir sind eine schlagende Verbindung, quasi. Vielleicht könnte sich jemand anstelle von Ismelda mit ihr duellieren? Ich frag ja nur. Oh, hat er schon wieder zu viel Zucker verwendet? Oh nein. Wobei, da sind doch Eierschalen und kein Zucker, oder? Ich kann es kaum erwarten, den Flammer zu probieren. Ich meine, wenn er zu süß ist, ich meine, das hört sich schon jetzt nicht so schlimm an. Na gut, tanzen kann man ihn sich dann auch mal angucken. Es ist nicht so, als könnte ich Diego dazu bringen, sich auf sein Gericht zu konzentrieren, statt auf das Duell. Leider hält Ismelda nicht so viel von Duellen wie du, Diego Kaplan. Das klingt, als wären dir deine Familie und ihre Tradition wirklich sehr wichtig. Ja, wer kennt sich denn an... Ja, hat nicht gereicht. Duelle werden in deiner Familie also ausgetragen, um Streitigkeiten zu lösen und um auf gesunde Art Dampf abzulassen. Genau, die Kaplans tragen schon seit vielen Generationen Duelle aus, um ihre Konflikte beizulegen. Das ist eine sehr wichtige Tradition in meiner Familie, der Familie Kaplan. Ich verstehe jetzt, warum es dir so wichtig ist. Leider sieht es Ismelda nicht so wie du. Kannst du dich vielleicht anstelle von Ismelda mit jemand anderem duellieren, zum Beispiel... Mit mir? Auf diese Weise kannst du die Kaplan-Familienehre retten, ohne Ismelda einen Kampf aufzuzwingen. Und danach können wir uns alle wieder darauf konzentrieren, Tulips Omas beim Brauwettbewerb zu beeindrucken. Du möchtest, dass Ismeldas Champion antreten? Ich muss sagen, ich finde nicht, dass sie einen so tugendhaften Champion wie dich verdient hat. Aber wenn du bereit bist, an ihrer Stelle anzutreten, dann wird Diego Kaplan dein Angebot annehmen. Dann sind wir uns einig. Wir treffen uns auf dem Trainingsgelände, um den Wettbewerb zu retten. Mach dich bereit für ein Duell. Jetzt direkt? Direkt ein Duell? Komm schon. Diego Kaplan ist noch nicht bereit für das Duell, aber er wird sich bald bei dir melden. Ach, das heißt wieder, ich muss Timer überspringen mit einem Toffee. Und dann noch das nächste Toffee. Los. Gut, ich meine, wenn es die Toffees jetzt gibt, muss man sie auch benutzen. Ich muss nur rausfinden, wie ich neue Toffees bekomme. Weil bei den... Aufgaben, die so zeitlich begrenzt sind, einen Tag und 23 Stunden, sind die ja schon echt praktisch. Bei dem, was ich gleich sagen werde, kommt mir das Essen hoch, aber naja, danke, Cody, dafür, dass du dich an meine Stelle mit Diego duellieren willst. Gern geschehen, Ismelda, und es beeindruckt mich, dass dir das Essen nicht hochgekommen ist. Mich auch, Cody. Mich auch. Ich wusste zwar, dass meine Omas inspirierend sind, aber ich hätte nie gedacht, dass der Kochwettbewerb jemand zu einem Duell inspirieren würde. Ich respektiere Diegos Familientradition zwar, aber ich wollte beim Kochwettbewerb helfen, weil ich Zeit mit dir verbringen wollte, Tulip. Darum möchte ich dieses Duell hinter mir bringen und den Wettbewerb fortsetzen und wieder Zeit mit dir verbringen, Tulip. Ich hoffe auch, dass wir den großen Hogwarts-Kochwettbewerb endlich fortsetzen können, wenn diese Sache erledigt ist. Aber im Moment geht es um dich. Wie geht es dir? Bist du nervös vor deinem Duell mit Diego? Nö, bin ich nicht. Das ist ein freundschaftliches Duell und Diego ist gut genug, um keinen Schaden anzurichten und ich habe bis jetzt immer gegen Diego gewonnen. Genau, du bist mit Diego befreundet. Niemand wird verletzt werden.
Und wenn jemand verletzt wird, dann wenigstens nicht ich. Ismelda, manchmal wünsche ich mir wirklich, du wärst nach Beauxbatons gegangen, anstatt nach Hogwarts. Ach, oh, seht mal, da kommt Diego. Hallo, Diego. Ismelda, wie ich sehe, hast du deinen Champion mitgebracht, damit er um deine Ehre kämpfen kann? Genau, so irgendwie in der Art. Diego, nur um ganz sicher zu sein. Wenn wir uns duelliert haben, vergibst du Ismelda und wir können diese Sache hinter uns lassen. Du hast mein Wort, als Zauberer und als Gentleman. Also, wenn du bereit bist, dann lass uns das Duell beginnen. Hopp. Hopp. Ich beginne mal ganz klassisch, wir sind in seinem... Wow, der hat echt gute Werte. Ich muss gleich nochmal gucken. 49, 49, 51. Gut, dass ich mit Wissen normalerweise eh nicht angreife. Gut, dann... Kommt jetzt natürlich... Oh, oh, was macht er jetzt? Jetzt bitte keinen Trank trinken. Kein Trank. Oh, du bist so ein Weichei, Diego. Ja, gönn dir. Ja. Heilung für 2 Runden. Sollte ich auch machen. Wenn der das macht, Weichei. Aber erstmal... Depulso. Mal schauen, wie viel das abzieht. Wenn das viel abzieht, dann mache ich direkt noch Depulso hinterher und dann... Ja, komm, wir machen direkt den Depulso hinterher. Wobei der blöde Trank natürlich jetzt auch gut ihn wieder aufheilt. Mal schauen, reicht dann ein Depulso schon? Und hopp. Ach, hat gereicht. Siehst du, was hat dir dein Trank gebracht? Gar nichts, Diego. Cody, du hast mich im Kampf besiegt. Ich bin beeindruckt. Und was dich angeht, Ismelda, alles ist vergeben. Ich werde mich ganz sicher nie wieder mit dir anlegen, Kumpel. Ich war zuversichtlich, dass ich gewinnen würde, weil ich wusste, dass die Zukunft des Kochwettbewerbs auf dem Spiel steht. Nachdem wir diese Sache hinter uns gebracht haben, können wir endlich den Kochwettbewerb fortsetzen. Apropos Kochwettbewerb, meine Omas hatten einige Verbesserungsvorschläge für die Gerichte. Wenn wir sie beeindrucken wollen, müssen wir ihre Rezepte überarbeiten. Das stimmt, wir müssen alle zusammenarbeiten, wenn der große Hogwarts-Kochwettbewerb seinem Namen gerecht werden soll. Lass uns die Teilnehmer versammeln und in die Küche zurückkehren. Ah, sehr schön. So, jetzt nicht lesen, nein, sondern nur gucken, wie viele Parts der letzte Teil noch hat. Ich habe immerhin noch fast 2 Tage Zeit dafür. Er hat nur 3 Parts, das ist doch super. Für 2 Tage 2 Parts, also mal überlegen. Ich gehe nämlich in 3 Stunden, nee, in 2,5 Stunden zu so einem realen Koch-Event, also Grillen im Sommer nennt man das ja. Und, dann werde ich den Rest des Tages keine Aufnahmen machen können. Wäre ja schön, wenn ich die erste Aufgabe vorher noch schaffe. Schauen wir mal.